Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich glaube, ich fange das Video gerade zum dritten Mal an. Falls ich noch weitere Intros für dieses Video habe, seht ihr sie jetzt. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, werde ich heute zwei Autos Probe fahren. Einen wunderschönen guten Morgen. In der Sekunde, wo ich das Video beginne, geht das Licht aus. Ganz toll. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe zu dem Video schon ein paar Szenen gedreht, die blende ich euch gleich ein. Ihr habt es im Titel gelesen, es gibt ein neues Auto. Ich sitze allerdings ja noch, wie ihr vielleicht sehen könnt, in meinem Megane und ich bin sehr traurig. Ich habe seit einer Woche, glaube ich, die Gewissheit, dass ich das Auto verkaufe und mir ein neues hole. Und seitdem habe ich wirklich an bestimmten Tagen echt stundenlang einfach nur geheult. Die Sache ist, dass es vielleicht manche Leute nicht nachvollziehen können, so nach dem Motto, es ist doch nur ein Auto. Die Sache ist, dass es halt mein erstes eigenes Auto ist oder war und ich einfach eine sehr emotionale Beziehung dazu aufgebaut habe. Und es halt jetzt echt schwer ist für mich. Ich bin jetzt hier, weil ich jetzt das Auto ausräumen werde. In wenigen Stunden werde ich es verkaufen. Ja, ich werde jetzt mein geliebtes kleines Auto abgeben und dann hole ich mir ein noch kleineres Auto. Die Begründung dafür habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, oder mehr ein paar Punkte, die dafür sprechen. Der Hintergrund ist folgender. Ich habe mir überlegt, mir ein neues Auto zu holen. Es ist noch nichts Konkretes. Ich habe schon lange, also mit was Kleinerem geliebäugelt, was Kleineres, was moderner ist, also ein neueres Auto, was weniger Kilometer hat und ja, was wesentlich weniger verbraucht. Und ich dachte mir so, es ist vielleicht jetzt der richtige Moment noch. Ich müsste, glaube ich, im Februar zum TÜV. Wenn ich das vorher noch abwickeln könnte, dann spare ich mir den TÜV praktisch von meinem Auto. Es ist die Frage, wenn ich nämlich zum TÜV noch muss mit dem Auto und die dann noch was finden, dann muss noch was gemacht werden, bla bla, dann ist der TÜV schon mehr oder weniger abgelaufen, dann ist es mit dem Verkaufen alles ein bisschen schwierig. Deswegen dachte ich mir, jetzt oder nie, du guckst mal. Ich habe gestern ein Auto angeguckt, da erschien mir aber die ganze Fahrzeughistorie, wenn man das so nennen darf, nicht ganz... vertrauenswürdig. Also das Auto war super und alles, aber der Händler war nicht so vertrauenswürdig. Das, was der mir darüber erzählt hat, dann was ich da in den Unterlagen gesehen habe, das war alles ein bisschen seltsam, diese Zusammenhänge. An sich war das Auto meiner Erkenntnis nach in einem super guten Zustand, aber da ich nicht so ganz weiß, also im schlimmsten Fall kann es ein geklautes Auto sein, so ungefähr, ne? Deswegen, ich hätte das heute Probe fahren können, aber ich habe dann gesagt, nee, lieber nicht. Und ich werde heute aber zwei Autos Probe fahren. Das eine, also das erste hat relativ wenig Kilometer und das andere ist gelb. Also für jedes spricht irgendwas dafür. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Seid gespannt. Es kann natürlich sein, dass auch wieder keins davon was ist oder kein Händler oder was weiß ich. Dann ist es so, ich habe keinen Stress. Im Endeffekt... vielleicht komme ich ja auch so durch den TÜV, wer weiß, vielleicht auch nicht, vielleicht finde ich jetzt im Dezember noch woanders was. Das ist jetzt alles so ein bisschen, ja, mal spontan, kurzfristig und ja, wir werden sehen. Ja. Das ist ein schwerer Tag für mich. Ich habe mir einen basilischen Beistand geholt, mal sehen, ob ich nachher noch was filme. Moritz ist mit da, den kennt ihr aus dem Glühweintest-Video. Also Moritz ist mein Cousin und er hat sich bereit erklärt, mir beizustehen auf diesem schweren Weg. Guckt euch das Auto doch mal an, es ist so schön, es ist... Die Sommerfelgen sind natürlich jetzt auch noch übrig, die werde ich verkaufen. Mal gucken, ob ich da jetzt so schnell jemanden finde. Ja, und ich fülle jetzt mal diese Tüte und ich habe das Gefühl, dass sie sehr, sehr voll sein wird. Kindersitz muss noch raus. Was haben wir noch so alles in großen Sachen? Ja, hinten haben wir ungefähr noch 1 Milliarde irgendwelche komischen Radschrauben und sowas. Ja, die Türfangwand ist auch kaputt. Als ich das Video angefangen habe zu drehen, war noch nichts entschieden. Als ich das zweite Intro gedreht habe, falls ich ein zweites Intro gedreht habe, also als ich das zweite Mal was für das Video gedreht habe,
war schon alles entschieden, aber noch nichts umgesetzt. Jetzt ist es wieder ein bisschen später und es ist mittlerweile alles über die Bühne gegangen. Ihr habt es im Titel schon gesehen, ich habe ein neues Auto, worüber man sich eigentlich freuen sollte. Mittlerweile freue ich mich auch drüber. Am Anfang habe ich mich nicht gefreut. Es ist auch scheiße, wenn man das so sagt. Der Hintergrund, dass ich mich nicht gefreut habe, ist einfach, dass ich mein ehemaliges Auto, also mein erstes eigenes Auto, sprich den Renault Megane, verkauft habe. Und entschieden habe ich das vor einer Woche, also letzte Woche Donnerstag. Heute ist diese Woche Freitag. Und letzte Woche Donnerstag, nee, eigentlich schon vorher, bevor ich das entschieden hatte, sobald ich halt angefangen habe, darüber nachzudenken, ging es mir schrecklich. Und das meine ich ernst. Ich habe, sobald ich an dieses Auto gedacht habe, angefangen zu weinen. Wenn ich in diesem Auto saß und mich darüber gefreut habe, wie schön es sich fährt, wie viel Leistung es hat. Also viel, 130 PS ist nicht viel, aber es macht auf jeden Fall schon mal Spaß, damit rumzufahren. Und generell, wie viel Platz da drin ist. Ich zähle gerade alles auf, was mein neues Auto nicht hat. Jedes Mal, wenn ich da so drüber nachgedacht habe, hätte ich heulen können oder habe ich das auch gemacht. Ich habe gleich ein paar Termine. Wenn ich die Waschmaschine angestellt habe, gehe ich mal runter und präsentiere euch mein neues Auto. Die Sache ist, also ich finde das Auto von außen, von vorne hässlich, von der Seite und von hinten geht's. Aber der Punkt ist, es ist halt nur übergangsweise und es geht nicht darum, jetzt irgendwas Schönes zu fahren, es geht darum, was Praktisches zu fahren. Ich bin sehr begeistert davon, wie klein dieses Auto ist. Also im Sinne von, wie schön ich damit parken kann, wie schön ich damit irgendwo rumrangieren kann, wo es super eng ist. Also das ist ungefähr halb so lang wie der Megane gefühlt. Ich werde euch gleich mein neues Auto vorstellen. Es kriegt keinen Namen. Ich möchte nicht schon wieder eine emotionale Beziehung zu einem Fahrzeug herstellen, weil das geht nicht gut, wenn man das dann verkauft. Allerdings habe ich mich da drin schon ganz gut eingerichtet, Duftbomben aufgehängt, was weiß ich. Und eigentlich wollte ich auch gleich noch einen Aufkleber drauf machen. Und dann fällt es mir wieder schwer, überhaupt daran zu denken, dieses kleine Mistvieh zu verkaufen. Okay, kleines Mistvieh sage ich eigentlich die ganze Zeit. Es hat also schon einen Namen. Ja, ich zeige euch jetzt das Auto. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich find's süß. Es ist drinne tausendmal hochwertiger und moderner als der Megane. Es ist halt kein Franzose, sondern ein Tscheche, aber VW-Basis, jetzt habe ich schon verraten. Jetzt wisst ihr sowieso alles, wenn ich Tscheche und VW-Basis sage. Nee, aber und es ist halt neuer. Wäre ja auch sinnlos gewesen, hätte ich mir jetzt auch von 2010 oder noch früher was geholt. Also es ist auf jeden Fall innen moderner und sowas. Seid ihr bereit, ein neues Auto präsentiert zu bekommen? In der Innenkamera ist jetzt bestimmt qualitativ sehr minderwertig. Ich präsentiere mein neues Auto. Also, es handelt sich hierbei um einen Skoda Citygo. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass er 60 PS hat. 3 Türen, Benziner und sehr wenig Kilometer, relativ neu. Und ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen klein und ein bisschen hässlich, aber ist okay. So, wir könnten den ja jetzt mal personalisieren. Schön, dass du mich beobachtet hast, du Spaß. Ich wollte auf den Tankdeckel einen Aufkleber machen. Und zwar ein V, was für Veganismus bzw. Vegetarianismus, was auch immer steht. Und dieses hier, oh nein, es hat einen Knick. Ich finde das voll schön. Oh, die Aufnahme ist richtig cool. Die Aufnahme ist gut. Ich find's schön. Ich find's voll schön. Daran sieht man aber auch, dass das Auto eine andere Weißlackierung hat als so ein richtiges kaltes Weiß. Aber das ist eine
Special Premium, was auch immer, Lackierung namens Candy Weiß. Was einfach nur bedeutet, ein hässliches, dreckiges, gelbes Weiß. Oh, ich find's süß. Ich habe gerade einen Aufkleber auf mein Auto gemacht. Gut, damit kann man mich erfreuen. Ach so, womit man mich nicht erfreuen kann? Keine Zentralverriegelung. Keine Funkfernbedienung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, schreibt mir wie gesagt gerne in die Kommentare, wie ihr mein neues Auto findet. Ja, es ist okay. Ich finde es okay. Aber es ist halt ja wie gesagt auch nur übergangsweise. Und von daher bin ich mal gespannt, wann es das nächste Auto gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte Video unten drunter. Ich verlinke mein Instagram unten drunter. Was auch immer.